Um die Grundtechniken von PowerPoint kennenzulernen, machst du eine einfache Präsentation zum französischen Maler Claude Monet. Die Materialien findest du in diesem Ordner, die Bilder, die du verwenden musst, und außerdem hat es eine PDF-Datei als Vorlage. Hier siehst du, wie das Endprodukt ausschauen soll. Es ist also sehr bildlastig in diesem Fall, macht ja auch Sinn. Und außerdem siehst du, dass du immer Notizen dabei hast. Hier wird dir gezeigt, welches Layout du wählen musst und allenfalls weitere Hinweise zur Gestaltung. Diese Datei lasse ich im Hintergrund immer offen, damit ich sehe, was als nächstes drankommt. Jetzt bist du eigentlich soweit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit.